Willkommen bei Nachgefragt, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. In der Heiligen Nacht können die reden zwischen 12 und 1. Das hat man früher den Kindern erzählt. Können sie das wirklich? Fragen wir heute in dieser Sendung. Vielleicht anders als wir, stumm, dafür mit den Augen, mit dem Verhalten oder mit dem Schwanz. Mein Gast, Mariette Scherren, ich freue mich, dass sie da ist. Sie ist Theologin, Pfarrerin, ein sensibler Mensch mit einem besonderen Gespür für Vierbeiner. Auch für Zweibeiner, aber für Vierbeiner auch. Mariette, wir duzen uns, wir sind Kollegen, wir arbeiten zusammen. Darf ich dich fragen, wie bist du auf den Hund gekommen? Wie ist das gelaufen? In deiner Jugend, wann hast du die Tiere so gerne bekommen? Also, ich weiss nicht, ob mir das in die Wiege oder in die Krippe gelegt wurde. Ich bin mit Tieren aufgewachsen. Also, da war ein Hund, eine Katze. Und nachher habe ich geschaut, dass Gänge mehr kommen. Dann habe ich so einen Küngel genommen. Und dann sind es mehr geworden. Nachher bin ich eine Maus holen und dann sind es mehr geworden. Und auch habe ich gesagt, du bist doch ein bisschen verrückt so mit diesen Tieren. Es hat mich immer fasziniert. Und ich habe unserem Golli auch, also als Kind ist mir sowieso eng, versteht man die Sprache der Tiere. Ja. Habe ich mit dem geredet und ihm Geschichten erzählt. Nachher bin ich schon fast tierschützerisch aktiv geworden. Also, ich habe es immer gespürt. Einmal habe ich so laut geschrien im Auto, weil ein Rab vorne drüben ist, was eben einen Unfall gegeben hat. Einmal bin ich fast in Weiher gefallen, weil ich einen Schmetterling wollte retten. Und mein Bruder hat gerne gefischt und dem habe ich auch als Wüste gesagt. Fisch und nachher, wieder weggenommen. Dann habe ich ja, nachher musste ich mir einfach mein Sackgeld geben und er hat munter weiter gefischt. Und nachher hatte ich noch das Glück, bin ich in der Schule gewesen, bei einer Lehrerin, die uns also aktiv uns auf das Thema aufmerksam gemacht hat und sich aktiv immer eingesetzt hat für den Tierschutz. Das hat mir, glaube ich, auch Eindruck gemacht. Und das ist geblieben und geblieben. Nachher im Studium habe ich einfach die Arbeit über Tiere und Kirche gemacht, der Verrat der Kirche an den Tieren. Das hat Teil entsetzt. Da fragen wir noch schnell ein bisschen nach, das ist ein interessantes Thema. Also die Abschlussarbeit beim Theologiestudium hast du gemacht, der Verrat der Kirche an den Tieren. Ja, wie man halt so in der Jugend so forsch ist, oder? Ja, also die Kirche hat nichts zum Tierschutz beiträgt. Habe ich gefunden. Ja, ist ein Titel, den ich mir ein bisschen gekupfert habe von jemandem, der das auch schon gesagt hat. Aber ich wollte nachher dem auf den Grund gehen. Ja. Ich habe das Fragezeichen hinten dran, aber bis zum Schluss gekommen, ja, das ist es so. Und das ist von den Professoren honoriert worden, das Thema denn? Sehr interessant. Ich glaube, sie haben das durchgelesen und der eine hat fast eine ungenügende gegeben und der andere die beste Note. Und dann mussten sie streiten. Es der eine war ein Hundehasser und der andere ein Tierlieber. Kann man jetzt wirklich nicht. Das ist nicht so sachlich. Ja. Aber es hat gelenkt. Es hat gelenkt. Wunderschön, also eigentlich noch eine wissenschaftliche Arbeit. Der Verrat von der Kirche, man sagt ja, sie hat die Arbeiterklasse verraten, die Kirche hat Sklaven verraten in der Zeit. Und sie hat schon mit den Schwächeren nicht immer sich solidarisiert. Und dazu gehören Tiere. Ja, aber klar, sie sind ja auch ein Kind vor der Zeit, oder? Also sie können nicht immer gerade Vorreiterrollen nehmen, aber ein bisschen mehr hätte ich schon erwartet. Ja. Jetzt zum Hund. Ich habe in Einleitung gesagt, die können ja reden. Da sind wir beide in dieser Meinung. Und zwar nicht nur in der Heiligen Nacht, der Stunde, sondern das ganze Jahr durch. Sie reden ohne Wort, aber mit den Augen ganz klar. Sie können betteln mit den Augen. Sie können jetzt zeige ich ihr Gefühl mit dem Blick. Also, ich kann nicht nur betteln, dann kann ich beten. Ah ja, gut, da wollte ich ein Foto zeigen, können wir nicht. Du hast noch bei der Taufe dabei gehabt, in der Kirche, und dort gibt es ein Foto, wo er wirklich betet. Macht er das jeden Tag? Also er hat eigenartigerweise sehr so Zeug von einem spirituellen Hund. Und in der Hundeschule haben sie gern gesagt, es gibt Gruppen von diesen Hunden, und die kannst du brauchen zum Suchen, und die kannst du brauchen zum Hüten, und ich weiss nicht mehr was. Alles. In einem Buch haben sie es gezeigt, man sagt, ihr habt die fünfte Kategorie vom spirituellen Hund zum so einen Heige noch nicht berücksichtigt. Mhm. Und er ist einer, kommt in die Kirche los, gerne Orgelmusik.
Er liebt die Leute, er spürt ihre Gefühle. Also, er ist kein Therapiehund, aber ich kann ihn einsetzen. Es ist ein Killerhund und er heisst auch Georgie. Ja. Und er ist auch noch journalistisch tätig. Er schreibt nämlich immer in der Killerzeitung ein Wort zum Monat, kann man sagen, oder bald ja. Etwas. Das super Kolumne. Ja, das sind ein, zwei Sätze und er kann ja sagen, was er will. Also es sind ja nicht wir, die das sagen. Ja, kann es auf den Punkt bringen. Ich glaube es, ja. Mhm. Jetzt ist auch der Schwanz beim Hunger. Ich bleibe noch schnell beim Reden. Oder? Der Schwanz, wenn er oben ist, das singt Peter Reber übrigens in einem Lied. Ja, die, auf der Platte die grünen Bananen. Da, der Berry heisst das Lied. Mhm. Und wenn er den Schwanz oben hat, gibt es gut Wetter. Und wenn er einen Dunger hat, kommt der Sturm. Mhm. Also das, der Schwanz ist ein Barometer. Ja, das ist eine Sprache, ein Reden. Das ist so. Und sogar, wenn er, das habe ich mal gelesen, wenn sie links wedeln oder rechts, vielleicht verwechsel ich es jetzt, mhm. ist das eine Freude und das andere Angst, Erregung. Also das geht in eine andere Richtung. Ah ja. Mhm. Interessant, das habe ich jetzt noch nie gemerkt. Muss ich mal schauen. Muss mal beobachten. Ja, ja, mhm. ja. Der Hund ist einem Menschen sehr nach. Also das sind Freundschaften, das sind... wichtige Lebensabschnitte, wo ein Hund zum Beispiel einen Partner ersetzen kann oder so. Du hast in deiner pfarramtlichen Tätigkeit den Hund, wie gehört, eben bei der Taufe dabei gehabt und auch auf dem Friedhof, habe ich gehört. Ja, also es gibt schon nachher spannende Sachen daraus. Mhm. Das kommt nachher mit der Zeit kommt es von den Leuten selber. Also das ist als Kind, das fünfjähriges getauft wurde, hat Georgie eben kennt und noch gerne gehabt. Und dann sind einfach die Eltern zu mir gekommen und gesagt, ja, so, ob er nicht der Georgie als Freund vom Kind, könnte das Überraschung in den Gottesdienst reinkommen, zu ihm führen, zur Taufe. Aber wir wollen ihm nichts sagen als Überraschung. Dann habe ich ihm ein weisses Tüchli angelegt und das Experiment gestartet. Er folgt nicht gut, aber es hat funktioniert, als ich vorne gerufen habe. Ja. Mhm. Und auch mit dem Friedhof? Ja, das gibt, wenn man so hört, gibt es ganz viele Geschichten. Also, ja. Die Sensibilität auf das, wenn ein Mensch nicht gut geht oder stirbt, der Rückzug oder das Grab finden. Und in einem Trauergespräch, jemand hat einfach plötzlich gesagt, ist so ein bisschen sich versunken gewesen. Und hat plötzlich, mein Hund war nebendran gewesen und hat gesagt, also, Frau Pfarrer, mir wäre es wirklich ein grosses Anliegen, wenn ihr den Hund mitnehmen auf den Friedhof und in die Kirche. Er würde alles organisieren, dass das möglich wäre, ob ich das machen würde. Und ja, ich muss nicht alles wissen, warum. Aber wenn es hilft, finde ich, dass sie eben so Hunde auch Seelsorger auf vier Pfoten. Ja, und das ist ja nicht mehr so heute, dass man sagt, die Hunde haben auf dem Friedhof nichts verloren, weil sie gehen Knochen. Ausgraben. Die Zeiten sind ein vorbei, ist es so? Also ich habe heute gerade das Gebot gebrochen, weil es ist so ein Schild auf dem Friedhof und dort hier ist aber, glaube ich, ein Budu verboten und meins ist ja kein Budu. Und meine hat unbedingt ausgerechnet, heute hat er auf dem Friedhof wollen. Und da habe ich gedacht, du, es regnet, das sieht kein Mensch. Und, aber wir sind sehr streng in dieser Beziehung, finde ich. Ja. Mit diesen Ausgrenzungen und... Das ist noch eine andere Episode, die mich auch noch schön dünkt, hat auch mit der Kirche zu tun. Ein Polizeihundeführer, ein Labrador, war bei dir in der Kirche gewesen, und dann als Überraschung, was ist passiert? Kannst du das genau erzählen? Ja, eben, das ist ja schon eine Weile her, habe ich eine Pfarrerin genommen mit ihrem blinden Hund, die einfach so Arbeitstier sozusagen, in Anführungszeichen, wollte zeigen. Und dann dachte ich, noch ein Polizist. Es war ein Schäferhund, glaubte ich. Und nachher haben wir das vorbereitet. Und klar dürfen sie in die Kirche kommen mit denen. Und das machen wir so. Und dann kommt man so rechts, komme ich oben rein, dort, so in dieser Kirche. Und plötzlich schaue ich links rüber. Und es hat schon angefangen. Und es sind etwa 10 so Polizeihunde in der vordersten Reihe. Das habe ich nicht gewusst. Überraschend. Ich habe nichts gewusst. Und nachher konnte ich dann nach dem Gottesdienst endlich fragen. Und sie waren sehr ruhig, sie waren ja erzogen, oder? Ja.
haben sie gesagt, er hat das nur schnell der Staffel gemeldet. Und dann haben die gesagt, kommen alle zusammen, sie wollen danken. Sie sind so dankbar für alles, was die Tiere ihnen leisten. Und sie wollen die Gelegenheit gerade benutzen. Das hat mich schon gerührt. Mal. Ja. Also, dass eigentlich die Vierbeiner auch durch das, was du machst, einen Platz haben in der Kirche, wirklich, wörtlich. Sie haben in der Kirche gewisse Bänke gefüllt. Ja. Böse Zungen würden jetzt sagen, man füllt mit Hühn das, was die Menschen nicht zu predigen, aber das ist nicht es so. Es hat noch Platz, ja. Es hat für beides noch Platz. Ja. Jetzt ist in einem Magazin, das heisst Tierwelt, ist ein Bericht über die Pfarrerin und ihr Türöffner. Kannst du das noch schnell sagen, was das Türöffner bedeutet? Das ist der Hund. Ja, es ist sein Titel, aber wir sind einfach auf einen Spaziergang gegangen und sind Leute begegnet und extra natürlich ins Altersheim. Und so hat er, der Journalist, einfach können erleben, wirklich wie die Leute einfach zugänglich sind für ihn und wie man an sie ankommt über einen Hund. Das ist ja auch bekannt und ja, das hilft mir auch sehr im Beruf. Ja. Jetzt gleich auch noch die Frage nach denen, die die Hunde nicht gleich gerne haben, vielleicht, wie viele. Hat es Widerstand gegeben aus der Gemeinde? Also, wo du die Aktion hast geplant und durchgeführt, hat es Kirchgemeinderäte gegeben, die nicht Freude hatten oder sonst Leute aus dem Dorf? Kann also, gell, es haben sicher ein paar sich aufgeregt, aber das weiss ich nicht. Und ich kann mir es einfach vorstellen im Stillen. Es sind ja nicht alle gleich gewickelt. Und es hat einfach ziemlich Vorbereitung und Unruhe gegeben von den Gremien im Vorfeld. Sie konnten sich das nicht vorstellen. Ich habe auch etwas ungefragt, vielleicht etwas zu wenig gefragt. Und dann sind hier Leute gestanden, eben mit richtig im Einsatz, mit Robidog-Säckchen, Desinfektionsspray und Hudeln. Und, also, wir konnten meinen. Und aber sie waren nachher auch so erstaunt gewesen. Dass das so ruhig gegangen ist. Aha. Also, das könnte man fast Menschen sich ein Vorbild nehmen, ab den Hühn 20 etwas war es. Also eine ganze Stunde. Merkst du für die Verteilungen? Und auch für falsche Töne. Ja. Das war unglaublich, die Stimmung. Einfach. Das hat, weil vorher haben sie sich angebaut und ein bisschen gekämpft vor der Kirche. Es war ein Tohu wa Bohu. Aber sobald sie sind drinnen, ist einfach, sind die heilig versunken in ihre Andacht. Und ja, das ist schön. Das ist fast weihnachtlich. Eine Form von einem Tierwunder. Wir kommen dann noch zu anderen Tieren, die du auch gerne hast. Aber ich würde vorschlagen, an dieser Stelle, für das mit den Hühnern noch ein bisschen künstlerisch abzurunden, hören wir zusammen ein Lied. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Polo Hofer hat mit seiner Schmetterband seiner Seite ein Lied über den Sennenhund komponiert und gespielt. Viel Vergnügen beim Sennenhund und wie es wäre, wenn er singen könnte. Ich könnte nicht abgebrannter sein und die Sorgen bringen mich um den Schlaf. Ich habe Schulden bis genug, habe Löcher in den Schuhen und niemand hat mich gern in diesem Kaff. Ich bin allein und ich habe es schwer und mein Kühlschrank ist leer und die Stromstellen sind mir wohnen ab. Nur mein Hund steht noch zu mir, aber auch er leidet dafür, weil sein Futter wird langsam knapp. Nur ein Eis kann es noch bringen, wenn mein Hund kann lernen singen mit mir in Harmonie. Wenn mein Sennenhund kann jubeln, ja du liebe mich, wie schön könnte das Leben sein. Wir würden gross einsteigen, würden Fünfli verbiegen, wir wären totale Megastars hier. Er jodelt uns so gut,
fertig im Moment mit dem Hut. In meiner Kasse, so wie noch nie. Gehen wir am Bärenplatz da, meister Zirkus sieg da. Jeder wird dabei sein bei dieser Show. Sie würden aufhören zu streiten, es gibt friedliche Zeiten. Wie jedes Kind, jeder Mann, jede Frau. Ja, das würd's doch bringen, wenn mein Hund könnte singen mit mir in Harmonie. Wenn mein Sennenhund könnte jodeln, ja, du lebst bei mir. Wie schön könnte's Leben sein. Perfekt, von Glanz und Gloria entdeckt. Fahr in Las Vegas und Hollywood ein. Wir könnten zusammen nach China, das wär doch ganz prima. Wir würden jodeln für Demokratie. Wenn wir dann die Münze hätten gezählt, für ihn Seiger immer bestellt. Wär Peking entweder für ihn oder für mich. Und sind wir dann wieder daheim, gründen wir einen Fanclub-Verein. Und jeder zahlt einen Jahresbeitrag ein. Ja, das würde es doch bringen, wenn mein Hund könnte singen mit mir in Harmonie. Wenn mein Sennenhund könnte jodeln, ja, du liegst bei mir. Wie schön könnte das Leben sein. Ja, das würd's doch bringen, wenn die Hund könnte singen mit mir in Harmonie. Wenn mein Hund könnte, jodeloidi, wie schön könnte's Leben sein. Nichts macht Platz. So viel zu den Hunden und zum Wert des Hundes für die Menschen. Jetzt gibt es noch andere Anekdoten aus deiner Tätigkeit, Mariette. Du hast nämlich einmal ein Fohlen, ein Fülli, ein junges Rössli getauft fast oder einmal gesegnet und mit einem schönen Bibelspruch «Mit meinem Gott springe ich über Mauern» hast du das probiert, positiv zu bestärken, dass vielleicht mal daraus ein Springross wird, das berühmt. Hat schon einen Konkurs gewonnen, das Ross? Ja, es ist schon in die Richtung gegangen. Und es ist eben leider, ich habe jetzt für die Sendung angerufen, wie es dem ging, und es ist dieses Jahr gestorben. Oh. Ja, aber es hat sich verletzt an dem blöden Überspringen, ich Mauer. An der Mauer. Mhm. Hat es den Stahlspruch. Ich nehme es so an, ja, ist nicht. Ja. Aber ja, das habe ich gemacht, aber ich wäre nicht einmal selber auf die Idee gekommen. Aber das war auch wieder eine Anfrage von außen, wenn du offen bist für etwas. Ja. Und der Hintergrund ist auch berührend, weil wenn es den Menschen geht, auch darum, die Beziehung einfach zu zeigen und ja, auch zu wissen, es hätte Gott und Götti geben von diesem Fülli, dass vielleicht mal jemand schaut. Das ist ja das alte Verständnis von diesem Patenamt. Wenn die Eltern nicht können, mal, ja, dass es an einem guten Ort ist und ihm alle Wünsche mitgeben. Und es hat La Traviata geheissen. Und nachher, wo die Taufe, also die Segnung, ich darf ja nicht Taufe sagen, und der Taufspruch hat bekommen, ist das zu dieser Oper mit seiner Mutter über das Feld galoppiert. Und einfach die Bauern und alle von der Umgebung hatten Freude an dem. Und es ist doch etwas, das das Leben vertieft, oder? Das sehr, finde ich ganz schön, ja. Berührende Szene, ich habe Fotos gesehen. Wir dürfen sie leider hier nicht zeigen, weil ein Pixel oder irgendein Problem. Ja. Aber dass sind die Leute durchgekommen. Das war noch nicht das Teufel, wo du jetzt bist. Das ist in Kehrsatz gewesen? Nein, im Seeland. Auf dem Land? Ja, im Seeland. Ja. Und das ist wirklich eine schöne Szene, wie
Mensch und Tier eben zusammen ja. dort dabei sein, bei dem mhm. Ritual, sagen wir mhm. mal Ritual. Mhm, genau. Ob der Taufe oder Segnung, das lassen wir für heute eine Nuance sein. Jawohl. Du hast auch jetzt, Mariette, noch wieder neu mit Rössern zu tun, sagen wir mal so. Du machst nämlich eine Weiterbildung irgendwie, wo du hast früher auch geritten, können wir sagen. Ja, es hat eine Zeit gegeben. Dort ist das Glück auf dem Rücken von dem Pferd, sagt das Sprichwort. Mhm. Und jetzt machst du eine Weiterbildung. Kannst du kurz da etwas dazu sagen? Nein, ob sie das wirklich machen, ist eine grössere Sache. Es würde mich schon interessieren. Ich habe jetzt 2 Tage genommen, wo ich ein bisschen schnuppern kann. Und darum geht es, dass es gibt so einen Betrieb, der einlädt, Leute für sich besser lernen zu kennen. Ja. Und sie sagen, das Ross ist der Spiegel. Und es tut sofort als Fluchttier dich wahrnehmen. Ruhst du in dir selber? Ist mit dir alles in Ordnung? Und reagiert nachher entsprechend. Und dann habe ich gedacht, ja, ist das wirklich so? Ich bin noch nicht 100% sicher, wie 1:1 das geht. Aber wir waren 2-3 zusammen gewesen. Und mussten gleiche Übungen machen. Und beim einen hat das gleiche Ross ist mit dem ohne Seil etwas von A nach B die Aufgabe erfüllt. Und beim anderen ist das Bock still bleiben stehen. Und nachher haben wir geschaut, wie wir reagieren. Und wenn es wieder in Bewegung kommt, und das, ist, das hat auch schon seine tieferen Gründe gehabt, wenn man die Haltung irgendwie geändert hat, ist es wieder in Bewegung gekommen. Mhm. Und das ist sehr wichtig. So eine Bewusstseinserweiterung und es tut einem niemand kritisieren mit Worten. Wir müssen selber drauf kommen. Aber man sieht eben einen Spiegel und ich finde, das wäre auch Seelsorge eine Möglichkeit. Es muss nicht immer alles über den Kopf oder über die, ja. über die Worte gehen, sondern auch eben Kommunikation, das, Sprache von dir ja. übernehmen. Das Zeichen geben. Ist Seelsorge, kann man sagen. Spiegel ist ja bei den Psychotherapeuten ja. eigentlich eine Methode, wo das Ross kann übernehmen kann, vielleicht auch schnell zeigen, ob man sich selber ist oder etwas spielt. Mhm. Das ist sehr interessant. Da können wir dann vielleicht in einem Jahr oder so in der nächsten Sendung ja. Reiten selber tust du jetzt nicht mehr. Weg aus Vorsicht oder warum? Ängstlicher wird man. Das ist ja verrückt, ja. was man als Jugendlichen alles macht, was etwas gefährlich ist. Mhm. Aber ich weiss auch nicht mehr. Reiten, das ist echt das Mittel. Der Ross ist einfach das Mittel zum Zweck. Und man kann wirklich das auch ein bisschen blind sein für seine Bedürfnisse. Es ist einfach so, reitet man, oder? Holt der Schulter, Hüfte, Absatz, eine gerade Linie, hopp, geradeaus, Leistung, so. Und das hinterfrage ich heute natürlich schon, sehe ich es ein bisschen anders. So. Ja. Ja. Also, wir lassen den Filmtitel «Der Pferdeflüsterer» weg. Wir gehen nicht zum Robert Redford vor. Mhm. Aber wir gehen jetzt noch zu einem Heiligen, den dir sehr gerne hatte, der Franz von Assisi. Den muss man ja fast erwähnen, der von Bruder Wolf oder Bruder Stern. Also, eine Weltanschauung hatte, wo einfach alle Geschöpfe gleichwertig Liebe verdient haben und er die Liebe denen auch gegeben hat. Also mir gesagt, der Hase ist zutraulich, will nicht mehr ab seinem Schoss, der Wolf wird zahm und so weiter. Jene Anekdote gibt es um den Franz von Assisi. Verstehst du die Mariette so in deine Mission, in deinem Beruf ein bisschen als Tierheilige? Nein, das ist eine blöde Frage, aber ich frage sie gleich. Ja, also die Heiligen haben ja explizit gegen ein Tier an ihrer Seite gehabt. Es geht auch auf eine Bibelstelle zurück, mhm. was heisst, Jesus war bei den Tieren. Mhm. Das ist ihr Markenzeichen. Und natürlich bin ich auch eine Heilige, weil ich ja einen Hund mhm. ja. Aber ja, wie soll ich sagen, das ist schön, Franz von Assisi, der Zusammenhang mit der Schöpfung, dass wir alles Geschwister sind, ja. aber gleich ein bisschen die Rückfrage, was bringt es am Tier, eher so ein bisschen das Gefühl,
wenn ich zu den Vögeln missionieren kann oder so, dann bin ich also einfach auch sehr gut, oder? Mhm. Und ist immerhin ein Schritt für Verbindung und Geschöpflichkeit ja. zu zeigen, aber gut, er hat probiert, ein Gesetz zu wirken bei den Fürsten damals, dass man die Vögel, die Lerchen und so nicht mehr darf schlachten und fressen. Das ist gut, also, ja. Schutzpatron von den Tierschützern, könnte man sagen. Mhm. Und Tierschützer anderen haben wir ja auch ein bisschen. Es gibt vielleicht keine Braten der Weihnacht, sondern nur Gemüse. Oder wie sieht das aus bei dir im Pfarrhaus? Ja, ich glaube, es gibt auch ein Fondue. Fondue ist gut. Also wir sagen einfach, dir eigenes Gespür für die liebevolle Güte der Heiligen. Und das haben sie bei dir ja sicher auch. Und dann muss man etwas Biblisches noch erwähnen. Wir sind beides Theologen. Es gibt die wunderschöne Vision beim Prophet Jesaja, ein wichtiger Text vor Weihnachten, wo der paradiesische Tierfrieden beschrieben ist. Also wo der Panther frisst das Lamm nimmt, das Lamm und der Wolf wohnen zusammen, Kalb und Löwe weiden zusammen, Kuh und Bärin sind Freundinnen. Der Löwe frisst Stroh, ist Vegetarier, und das Kind kann die Schlange streicheln. Jesaja, ein wunderschöner Text, oder, wo paradiesisch in der Welt eigentlich zeigt, wo Tier und Mensch wäre schön. Ja, ist interessant. Am Anfang der Bibel ist auch Mensch und Tier zusammen und es gibt keinen Konflikt. Und selbstverständlich ist das Ganze auch nicht grenzüberschreitend gewesen, also dass ja. der Mensch nicht Tier gegessen hat und nicht der Sündenfall. Mhm. Nachher in der Mitte der Bibel, wo Jesus so auf die Welt kommt und kurz später, was heisst, er war bei den Tieren, wieder etwas angetönt von dem Paradies. Und dann am Schluss der Bibel ist es wieder. Und zwischen gibt es einfach all das Gestürm, das wir wirklich auch geschaffen haben, mit diesen Grenzen immer mehr oben, unten, Mensch, Tier. Ja. Wo man schon wieder ein bisschen schauen kann, dass es ein bisschen zusammenkommt und die Sensibilität wieder herstellt. Es braucht ja. einfach Zeit und ein Mitgefühl für die Sprache zu verstehen. Dann können uns die Tiere dienen. Und ich habe das Gefühl, unsere Welt wäre wirklich ein bisschen besser, weil wenn man denkt, was wir uns antun, auch im Umgang mit der Schöpfung und auch mit Kriegen, wenn wir das Mitgefühl mit den Tieren haben, gibt uns auch so einen Schutz, dann sind wir weniger forsch, wenn wir Mitleid hätten. Ja. Aber es ist kein Thema in diesem Sinn. Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Mariette Janen, merci vielmals für das Gespräch und für den Besuch im Studio. Merci. Und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer euch daheim, danke ich für das Interesse an unserer Sendung. Ich hoffe, das gibt der ein oder andere Gedankenanstoss für euch selber im Umgang mit den Tierli. Vielleicht habt ihr sie auch sehr gern, vielleicht überkommt ihr sie erst gern und sie werden wichtig sein, auch in eurem Leben. Bis zum nächsten Nachgefragt. Auf Wiedersehen, etwas möchte ich noch sagen. Wer Mariette erleben mit ihren Tieren, kommt am 24. Dezember um 5 Uhr vor Kille auf Teufelen. Dort nämlich gibt es ein Hirtenfeuer und dort sind nicht nur Menschen willkommen, nicht nur Kinder, sondern auch alle Tiere. Könnt ihr sie mitnehmen am 24. am Weihnachtsabend. Bis dann, auf Wiedersehen.